Patricia Borsch. Ja, Patricia ist ja unser Stern hier in Wittenthalgen. Schon allein deswegen, wegen des Tanzens. Er ist ja ein richtig Funke-Mariechen, wie es im Buch steht. Uns bedeutet Karneval, glaube ich, einfach alle Mann, ganz viel Spaß und die Sorgen werden erstmal hinten angestellt. Der Karneval hat ja lange Tradition. Dann werden die Menschen aus dem Winterschlaf herausgeholt, um wieder fröhlich zu werden und somit in den Frühling zu gehen. An den Windhagener Funken finde ich besonders toll, dass das einfach die Jugend aus Windhagen ist. Ich glaube, ich werde mein Leben weiter hier auf dem Land, auf dem Dorf verbringen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann meine Stadt ziehen werde, weil dafür bin ich jetzt so gerne. Dafür wohne ich jetzt. Also wenn ich vielleicht, also am liebsten würde ich natürlich in Windhagen bleiben, aber wenn das irgendwann nicht gehen sollte, aus irgendeinem Grund, dann auf jeden Fall in eins der umliegenden Dörfer. Also ich werde hier niemals gleich wegziehen. Macho, nein, hierhin zurück. Das Besondere ist, dass man ganz viele verschiedene Leute auf einem Haufen hat und dass die alle zusammen ein Ziel haben, und zwar das Publikum zu begeistern. Dass wir im Prinzip alle ganz unterschiedlich sind, aber in dem, was wir machen, dann doch alle gleich an einem Strang ziehen. Die Nervosität, die ist einfach da und ich weiß, dass sie weggeht, sobald die Musik losgeht. Also sobald unsere Anfangsmusik losgeht, ist alles okay. Das tollste Gefühl beim Auftritt ist, wenn wir angekündigt werden, das TC Blau-Weiß Windhagen. Unsere Musik geht an und auf einmal springen 750 Frauen auf die Tische und schreien und jubeln. Das ist Gänsehaut pur. In einer schwierigen Situation gehe ich erstmal eine Tafel Schokolade kaufen. Erst eine Tafel Schokolade. Rufe meinen Freund oder meine beste Freundin an. Erzählen, was passiert ist. Und dann, und? Was sagst du jetzt dazu? Und dann, ja.